Zusammen. Willkommen zurück zur 5. Episode Dark Souls 2. Huch, war das gerade eine Fettroll. Das bleibt aber nicht lange so, keine Sorge. Wie ihr seht, sehen wir anders aus. Die Ausbeute des Farmens. 15 Level. Theoretisch sogar noch mehr, aber ich habe Geld dafür ausgegeben, die Katana etwas aufzuwerten. Handschuhe und Rüstung der Hide Knights. Mehr haben die echt nicht gedroppt. Noch ihr Schwert hinterlassen, das ich ungern benutze, weil ich mit dem Movement Set nicht so gut klarkomme. Also die Katana, welche übrigens schwächer ist momentan als das Feuerlangschwert tatsächlich. Lasst euch aber nicht täuschen, das liegt an der speziellen Skillung, die wir eingeschlagen haben. This room is not as it seems. There are two, not one, pathways leading out. And only this lovely thing reveal. And this, you lovely thing, shall I provide? Ach, du kleine Lügnerin. Sie drückt den Schalter, wenn der Charakter nicht hinguckt. Sie hat nämlich den Schlüssel dazu. Wenn man sie umbringt, dann kriegt man diesen Schlüssel auch. Bloß nicht jetzt machen. Die ist wahnsinnig stark. Ich hatte euch ja am Anfang gesagt, macht 20 Intelligenz, 20 Wisdom. Und dieser Guide ist ja auch so gestrickt, dass Leute dieses Spiel spielen können, für die das eigentlich immer zu schwer ist. Diese Leute können nach wie vor beim Feuerlangsword bleiben und würden, nach Adam Riese, 60 Schaden mehr machen, als ich jetzt mit dieser Katana. Ja, ist so. Behaltet die Waffe ruhig, pimpt sie auf und habt Spaß damit. Sie hat ein fantastisches Movement-Set. Das hier ist mein Kumpel Falcon. I see it. The darkest spark within you. My name is Falcon. I can help with you. What you need? These are for you. Dankeschön. Into the dark. This land lies closest to the dark. That is why I came here. This kingdom collapsed long ago. All that are left are either undead or hollow. Save a few misfits like myself. I went to a great school in the south, but neither sorcery nor pyromancy appealed. I learned nothing at all. But it was there that I happened upon the dark. It drew me in, the nebulous dark. Soon I was drawn to this land where dark runs deeper than anywhere else. Hexes originated here in ancient times. They were once a form of sorcery, but the practice was lost, then later rediscovered. Those devoted to hexes are a lonely lot, but nevertheless, they give their life to their art. Such is the fate of we practitioners of dark. What drew me to the dark? I do not know. Hexes are more than mere tools to me. I feel affinity and warmth, something universal, nostalgia even. Those who discover dark realize this and never come back. This man, this order, second. Bla bla bla. Bei dem Typen kann man einen Chaos Rapier kaufen, das skaliert mit Dexterity und Feuer. Also sprich eine Waffe, die uns außerordentlich gut passt. Nachteil, sie kann sich nur mit Twinkling Titanite updaten. Und wir haben nur eins. Wir haben die Möglichkeit, zwei weitere zu kriegen, indem wir die Pursuer töten.
die zwei, die uns jetzt noch zur Verfügung stehen. Allerdings reicht das, glaube ich, noch nicht ganz, um mit dem Feuerlangschwert mitzuhalten. Aus langer Sicht wird diese Waffe aber deutlich stärker als das Fire Longsword, weil die hat von Haus aus eine Scaling mit B. Das ist wirklich viel, das ist hoch. Der Bonusschaden, den man kriegt, ist bereits jetzt schon höher als der Bonusschaden, den man vom Feuerlangschwert kriegt. Nur seht ihr die 73 und die 60 auf der rechten Seite? Die sind niedriger als das beim Langschwert. Sobald man diese Waffe etwas aufgewertet hat, so ich sag mal plus 3 oder plus 4, fetzt das. Ich möchte hier einkaufen, und zwar mindestens das hier. No matter. Oh, vielleicht noch eine. Joa. Das Zeug, das er uns gegeben hat, ist fantastisch gut. Unübertrieben. Schaut's euch an. Wir tragen ja gerade die Lederhosen und den Lederhelm. Also, sofern man hier von Helm reden kann. Und das ist das Hexerzeug, was er uns gerade geschenkt hat. Schaut mal, es ist leichter und überall blau. Eine deutliche Steigerung. Zack. Sieht natürlich nicht ganz so geil aus, aber was soll's. Hexers Hut. Tja. Das ist so ein Teil, das einige von euch vielleicht nie wieder ausziehen werden. Das Ding hat nämlich einen verdammt krassen Vorteil. Hier nochmal die Rüstung zum Angucken. Wiegt 2,6, also nur ein Fünftel von dem, was ich trage, und bietet aber mehr als 50% meiner Rüstung. Also wenn ihr da mal genau hinschaut, ne? Von 108 fällt das nur auf 76. Und was Feuerresistenzen und magische Resistenzen angeht, ist das astronomisch. Also diese Rüstung ist gewaltig gut. Zur Abwechslung, jetzt trage ich mal die. Ich habe da darauf ewig rumgefarmt. Aber das ist nichts, das wir ewig tragen werden. Der Helm macht was ganz Besonderes. Seht, ich habe 10 Zauber und noch keinen verbraucht. Jetzt setze ich mich hier hin. Stehe wieder auf und hab 11. Und zwar liegt es daran, dass der Helm euch prozentual die Zauber erhöht. Sie erhöhen sich auch noch von alleine. Also, ach, dich habe ich ja ganz vergessen. Ja. War hier nicht meine Tür? Hä? Schau, guck. Sie erhöhen sich natürlich auch noch von alleine, indem ihr Autumen skillt. Habt ihr irgendwann alle paar Autumen-Punkte 10% mehr Zauber oder sowas. Der Hut gibt auch nochmal prozentual Zauber. Was der aber macht, und was noch viel wichtiger ist, er gibt mindestens plus 1. So, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass es Zauber und Pyromancies und Miracles gibt, die nur eins haben, ist das schon gewaltig, weil das Ding verdoppelt, man kann hier übrigens auch nicht, weil das Ding verdoppelt sozusagen den Einsatz von diesen sehr seltenen und sehr starken Zaubern. Ihr könnt sie dann einfach zweimal benutzen. Unglaublich großer Vorteil. Und ohne diesen Hut könntet ihr das nicht, weil Prozente auf 1, ich meine, ne, bleibt 1. Wie hoch muss man da schon Prozente kriegen, damit das plötzlich 2 werden? Mit dem Hut kein Problem. Es wäre Licht. So, und diese Tür hier. Es ist nicht die Tür, die sich da wehrt. Es ist der Heini. Der glaubt uns etwas durch die Tür anhaben zu können. Du bist ja ein ganz schlauer. Große Reichweite beim schweren Angriff mit der Katana. Richtig große Reichweite. Davon mal ab, dass das Schwert schön lang ist.
Sie ist bei weitem nicht so stark wie im ersten Teil. Nicht mal ansatzweise. Nichtsdestotrotz eine sehr gute Utility-Waffe. Gutes Movement-Set. Große Reichweite. Und der Schatz da. Oh Mann. Ich möchte ihn wirklich nicht holen. Das ist äußerst gefährlich. Bei jedem normalen Run würde ich da jetzt einfach runterrennen. Was mache ich denn? Mann, ey. Nur weil ihr es seid. Ah! Nee! Oh! Huge! Man muss sofort Rückwärtsgang einschlagen oder sehr, sehr schwere Rüstungen tragen, damit der Held landet und nicht erst noch eine lange Rolle macht. Was haben wir gekriegt? Ein Paros Lockerstone, den wir dringend brauchen. Und ein Token Friendly oder sowas. Den Token werdet ihr schon zu Dutzenden haben. Vermutlich. Weil ihr spielt online und bietet anderen Leuten bei den Bossen Hilfe an. Was ich euch nur dringend empfehlen kann, weil das gibt viele, viele Seelen und ihr sammelt Erfahrungspunkte. Also ihr persönlich als Spieler, nicht nur euer Charakter. Dafür kriegt ihr diese Tokens. Und diese Tokens braucht ihr, um den Blue Sentinels beizutreten. Ohne den wird der NPC mit euch nicht reden. Und da ich ja offline bin und selbst wenn wir nachher online sind, ich niemandem meine Hilfe anbieten werde, weil ich einfach nicht sterben will in der Welt eines Hostes, werde ich so ein Token nicht kriegen. Das ist doof. Aha, wo schießt du denn hin? Okay. Aber jetzt habe ich ihn und kann mit dem Typen reden. Man könnte auch sagen, FromSoft hat das Ding damit Absicht eingebaut, damit Spieler, die vielleicht auch gar keine Internetverbindung haben, in den Genuss kommen. Mit dem NPC-Händler in Kontakt zu treten. Oh, 3 Large Titan Shards. Das ist ja mal geil, ey. Hier für alle Dexterity-Fans. Rickards Rapier. Der unglaublich gut mit unserem Stone Ring harmonisiert. Den Rapier können wir nicht benutzen, weil ich glaube 25 brauchte oder so. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Da. 25. Aber scaled mit A. Ne? Gleich von vornherein. Hier ist jedem sofort klar, das ist eine reine Dexterity-Waffe. Und bei Geschicklichkeitswaffen bringt das nichts, wenn man sie zweihändig hält. Man kriegt den Bonus nicht, wie bei Stärkewaffen. Was die kann, ist das hier. Wie viele Treffer waren das? Hat einer mitgezählt? Also ich nicht. Verflucht viele. Und erinnert euch daran, als ich sagte, dass der Ring Poise Damage pro Treffer gibt, pro Schlag. Einen festen Wert. Das waren, keine Ahnung, wie viele Treffer. Ich glaube, 3 plus 3 plus 1 noch am Ende. Ich meinte, es müssten 7 Treffer sein. 7 Treffer! Die Waffe hat innerhalb von, wie viel war das? 1,5 Sekunden? 7 Treffer gelandet. Oder theoretisch gelandet. Da macht es auch nichts, dass der Grundschaden so gering ist. Weil der Bonus schon abnormal hoch ist, wird das sehr schnell hochskalieren. Ist das nicht praktisch, diese riesen Reichweite zu haben von der Katana? Ich finde das super. Ja, also für alle Geschicklichkeitsspieler, Rickards Rapier, überlegt es euch. In Kombination mit dem Leo Ring, den wir uns noch holen werden, ich weiß nicht, in dieser Episode oder in der nächsten, macht ihr damit gewaltigen Konterschaden an Gegnern.
ganz gewaltigen Konterschaden. Wie ihr seht, sind wir jetzt einmal rum. Das heißt, jetzt geht's zurück, ohne dass wir diesen waghalsigen Sprung machen. Da waren wir hingelaufen. Hier ist eine Abkürzung, die meiner Meinung nach irgendwie so ja, wenig Sinn macht. Der ein oder andere wird sagen, ja, aber, wenn du nachher da runtergefallen bist, dann kannst du hier einfach so rüberlatschen. Ja, das stimmt, aber das würde ja voraussetzen, dass ich vorher erst hier runtergekommen bin und dann das Ding umgestoßen habe, dann wieder hochgeklettert bin, dann wieder den Run auf das Teil gemacht habe und ich weiß nicht. Egal, sie ist da, warum nicht? Setzen wir uns, damit die Zauber wiederhergestellt werden. Ich schmeiß noch nicht mit den Hexen um mich. Wir haben ja noch eine neue Waffe bekommen, den Sunset Staff. Das ist die stärkste Waffe für Darkness-Zauber. Punkt. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Wir können sie noch nicht benutzen, auch wenn wir sie umsonst gekriegt haben, brauchen wir dafür 22 in. Und nicht 20 in, so wie wir jetzt haben. Die nächsten zwei Punkte fließen also in Intelligenz. Dann haben wir einen... Da ist ein Torturer, glaube ich, heißen die. Den muss man nicht pullen. Ach, keineswegs. Die Typen sind echt eine Plage. Ihr seht den Damage, den sie machen. Die können euch mehrfach treffen. Ach, die sind einfach anstrengend. Hallo, auf jeden Fall. Was soll denn der Quatsch? Hier kann man wunderbar Bogenschießen lernen. Plopp. Was ist los mit dir? Siehst du nicht, was ich hier versuche? Eigentlich hängen doch da auch noch Leute dran. Komisch, dass jetzt hier niemand ist. Na gut. Na komm, lauf, du kleine Petze. Lauf, lauf. Nee, da kommt jemand. Oh, ich geh mal nachsehen. Oh nee, ich steck fest. So eine Scheiße. Was mache ich jetzt bloß? Jetzt erstmal ein Critical von hinten. So oder so ähnlich wird sich das Gedankenspiel abgespielt haben bei dem Gegner. So, machen wir die Arena sauber, weil wir gleich eine sehr unschöne Begegnung haben. Nämlich der erste Forlorn Invader greift uns an. Ja, doch. Doch, wir können das ein oder andere benutzen. Gewöhnt es euch gleich an, Zauberstäbe in die linke Hand zu nehmen. Und ich denke, ich nehme dich kurz raus, dann kann ich schneller rollen, wenn der Typ kommt. Einfach aus dem Grund, ihr wollt ja auch später Waffen verzaubern und dazu braucht ihr diesen Zauberstab. Und wenn der aber in eurer Waffenhand ist, könnt ihr die Waffe nicht verzaubern. Oder aber ihr habt eine Waffe mit irgendwas anderem verzaubert. Wollt einen Zauber schmeißen, das heißt, ihr wechselt die Waffe, dann ist die Verzauberung weg. Also, gewöhnt euch an. Linke Hand. Auch wenn ich es am Anfang falsch vorgemacht habe. Na komm, Alter, du und ich, wir wissen, was jetzt abgeht. Ach, du nervst. Oh, really? Thank you.
Mann! Jetzt haben uns beide getroffen. Kurz mal hier hoch, damit wir uns in Ruhe heilen können. Weiter geht's! Man kann auch Gift auf seine Waffe anbringen. Hätte man vorher bei Gavlan kaufen müssen. Giftpfeilen, Giftwurfmesser, funktioniert alles wunderbar gegen den. Man kann aber auch einfach... Ja, tut mir leid, Frau Lorny, aber niemand hat gesagt, dass ich fair kämpfe. Kannst dich bedanken, dass ich an dir nicht die Giftstrategie demonstriere. Der erste Forlorn, den man besiegt, eröffnet einem auch gleich seine Mütze zu kaufen, die sehr, sehr gut ist. Für alle Nicht-Magier wahrscheinlich ein äußerst attraktives Stück Stoff, das sie unbedingt haben wollen. Kann man bei einem Händler kaufen, den wir vermutlich in der nächsten Episode freischalten werden. Der Forlorn Knight Lore auf diesen Krieger gibt es auf seinem Equipment, seinen Waffen. Im Grunde gibt es zwei Arten von Forlorns. Die mit dem Großschwert und die mit der Sense. Und die mit der Sense, die sind heftig. Die Sense werden wir wahrscheinlich benutzen. Weil das ist eine wirklich unglaublich starke Waffe. Ich weiß, ich sage das Wort unglaublich häufig, aber nur bei Dingen, auf die es auch zutrifft. Und auf die Sense trifft das nun mal wirklich zu. Also, holala. Das Ding fetzt. Da. Na, Kleiner? Na, auf wen wartest du denn? Auf wen wartest du denn? Oh, es tut mir so leid. Tut's nicht, Quatsch. Und auf wen wartest du? Na, auf wen wartest du? Auf diesen Pfeil hier? Poff. Mein Schwert ist länger als dein Schwert. Boing. Na komm, na komm. Nö. Mein Schwert ist immer noch länger als dein Schwert. Und was haben wir da? Nein. Nein, nein, du triffst mich nicht. Keine Ahnung. Die Bäume, hinter denen du dich so gerne versteckst. Da kommt er nicht durch mit seinem Buttermesser. Normalerweise würde der uns hier von hier oben angreifen, wenn wir versuchen, diesen Schalter zu betätigen. Und solange die Brücke runterfährt, darauf gucken wir erstmal nicht, weil es dauert nicht so lang. Ist hier diese kleine Petze. Lauf, du Schweinchen. Springen wir hier runter und Vorsicht, also beziehungsweise eigentlich kann ich es auch von hier zeigen. Genau, da ist der Typ. Mittlerweile wissen wir ja, dass der cooles Zeug bewacht und freuen uns, ihn zu sehen. Was? Komm her. Na komm, mach die Truhe auf. Oh, wieder Asche. Poison Moose, Green Blossom. Soul Spear, meine lieben Magierfreunde, hier liegt euer Werkzeug Nummer 1. Das Ding macht Schaden. Hoi. Das ist eine Peitsche. Können wir später holen. Können wir auch jetzt holen, können wir auch später holen. Egal. Also. Guck mal, was der einsteckt. Keiner mag Petze. Oh, ein Bonfire, denkt ihr euch.
Wie schön, denkt ihr euch. Aber es ist tatsächlich locked, also es gibt da keinen Trick. Nicht wie bei anderen Türen. Damit beschäftigen wir uns gleich. Ja, witzig, ne? Irgendwie gab das Skelett keine Erfahrungspunkte. Das ist durchaus merkwürdig, da habt ihr vollkommen recht. Ich bewundere euch dafür, dass euch das aufgefallen ist. Jetzt macht mein Charakter einfach nichts. Sag mal, ist mein Controller leer oder also irgendwas reagiert das schon noch, aber angreifen wollte er gerade nicht. Komm, untersuchen wir mal dieses Mysterium. Oh, ein Necromancer. Schau, guck. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ich sag doch nicht runterfallen. Ist er auch nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht... Dass wir nicht zu lange diesen Fässern hier ausgesetzt sind. Jetzt geben die auch Erfahrungspunkte, weil die keinen Link mehr zum Necromancer haben. Kann man sie auch abschlachten. Da drüben steht noch eins. Und hier geht's nicht weiter, aber... Guck mal da. Ein Skelett und ein Crystal Lizard für alle. Einfach schon mal so eine Vorwarnung, dass wenn man in ein Gebiet kommt, von dem man glaubt, es könnte das Gebiet sein, Augen auf nach dem Crystal Lizard. So. Jetzt heben wir das Ding hier auf. Gucken wir mal, was das Mysteriöses ist. Magic Mice. Tada-ta. Gibt's umsonst. Ne? Für alle, die heftig auf Magie geskillt haben, jetzt könnt ihr Gegner richtig in den Boden rammen. Das Ding macht 30 Schaden auf Poise. Hat ein gutes Movement-Set eigentlich. Und ja. Kann losgehen für euch. Und gibt's auch echt früh im Spiel, also mal ernsthaft. Darf man sich jetzt eigentlich nicht so beschweren. Ich muss mal die Waffe wechseln, weil die Katana hat schon ziemlich Schaden erlitten. Und hier gucken wir vorsichtig auf diese Brücke mit dem Schild hoch. Plopp-Pfeil. Seht ihr, was der einsteckt? Der hat nicht so richtig Angst vor Feuer. Zwei Treffer hat er gebraucht. Das meinte ich, als ich sagte, doppelte Resistenzen müssen durch... doppelte Damage muss durch doppelte Resistenzen. So. Thief Stagger, mein Gott, haben wir viel davon. Hm. Aber keiner hier ein Schlüssel für mich. Ach, wisst ihr was? Gehen wir da mal kurz hoch und machen da oben einmal sauber, dann haben wir den Kreis hier... den Teil hinter uns auch aufgeräumt. Hier gibt es auch wieder eine kleine Petze, aber ich glaube, die startet erst von hier vorne irgendwo. Ist auch mal ganz schön, diese Banditen von hinten zu überraschen, oder? Jetzt mal ernsthaft, nicht immer nur die uns. Guck mal hier. Psst, ganz leise. So gut, dass eben in dieser Rüstung geht. Buh. Ah, hat nicht ganz geklappt. Und dann noch diese Pfeife. Hi. Oh, du bist mir ja einer. Na super, wegen dir muss ich jetzt einen Lifegem verwenden, der 200 Seelen kostet, wenn ich ihn neu kaufen müsste. Dann geht's hier einmal hoch. Siehe da, da ist Loot. Den holen wir uns auch gleich. Oh nein! Na komm, Süße. Sie hat ein Holzschild.
Und damit kann sie ganz außergewöhnlich gut markieren. Und auch wenn ich hier so casual mit ihr durch die Gegend tanze. Mann, warum heilst du dich, wenn ich versuche, was zu erzählen? Sie ist tatsächlich gefährlich. Sah jetzt vielleicht nicht so aus. Mein Tipp für euch, spammt euren Fernkampf, Zauber, sonstiges. Früher war hier eine Falle und ein Crystal Lizard. Das haben sie jetzt entfernt und haben den, das rote Phantom hier hingepackt. Na komm, Kleiner, du wärst mir normalerweise auf den Kopf gesprungen, ich weiß das doch. Da unten, seht ihr das? Kann man nämlich nur schwer erkennen. Außerordentlich verlockend, das Töten eines Nekromanten. Nee! Ja, jetzt ist er weg. Plop. Diese Nekromanten sind die guten Nekromanten, denn einmal tot, immer tot. Es gibt Nekromanten, die kommen einfach immer wieder und die nerven so hart. Die hier aber nicht. Die kennen ihren Platz. So. Guck mal, da sitzen drei Bros. Aber nur einer von denen kann reden. Wer bist du? Ich dachte, du wärst ein Bastard für einen Moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Myra. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way. He was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. Nicht die hellste Birne hier. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate. I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. Echt? I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool ya. Pate. And don't you believe a word he says. I'll find a common footpad and put an end to his roguery. Pate. And don't you... I'll find a common foot... Also irgendwie... Pate war ja immer ganz nett zu uns, ne? Ihr wisst schon, der Typ mit einer riesen Lanze, der auch alleine hätte den, Last Giant besiegen können. Der uns auch den großen Soapstone gegeben hat. Netter Kerl, hat uns sogar vor der Falle gewarnt, die da vor ihm lag. Und er sagte uns auch, er hat einen Krieger kennengelernt, der einfach so irgendwo reingestürmt ist. Und der Krieger hier sagt uns, dass er in eine Falle gelockt wurde. Tja, wen kann man denn da jetzt glauben? Das ist tatsächlich euch selbst überlassen. Wir finden aber noch weitere Hinweise zwischen den beiden. Nur Geduld. Hola, Skeletinios. Na?
Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ihr sterbt, wenn ich euch töte. Erfahrungspunkte. Sagt bloß, euer Nekromancer ist tot. Und warum trägst du eine Krone? Warum der eine Krone trägt, frage ich euch. Aber ich erwarte keine Antwort. Denn die kennt kaum einen. Diese Krone sieht zum Verwechseln der Krone des Königs ähnlich. Absolut ähnlich. Ich weiß es nicht, warum der eine Krone auf hat. Komm, Bastion. Guck mal, wer da sitzt. Guck mal, wer da sitzt. Wie kriegen wir dich? Kleiner Bastard. Wie kriegen wir dich am besten? Ich überlege, ob wir... Wir können ihn eigentlich auch entkommen lassen. Und, versuchen wir es mal mit der Katana. So schnell geht sie schon nicht kaputt. Und dann hauen wir ihn auf dem Rückweg, den kleinen... Voll du Skelett. Naja, wir kriegen ihn nicht. Es ist nicht so einfach. Estus Class Shard. Und was haben wir hier? Crayden, der Wanderer. Schau, guck, es bieten beide uns ihre Hilfe an. Das macht die Sache nicht leicht, oder? Wer von denen ist jetzt der Böse? Das Argument, Pate hat uns geholfen. Er aber nicht, gildet nicht. Und diesen Sprung mache ich nicht. Könnt ihr voll vergessen. Springen in Dark Souls ist totale Einladung für den Tod. Es gibt hier einen Winkel. Das ist, glaube ich, der hier. Da rollt ihr gegen die Wand, wenn ihr einmal gelandet seid. Ja, macht das ruhig. Aber ich will nicht sterben. Ich bin noch zu jung. Und zu hübsch. Und außerdem will ich das hier durchspielen, ohne einmal gestorben zu sein. Was mache ich hier eigentlich? Wieso renne ich zurück? Pff, ich muss mich doch nicht ans Bonfire setzen hier. Was soll der Quatsch? Ich weiß, ich habe keine Zauber mehr, aber... Achtet mal unten links auf die Katana. Da ist so ein roter Balken da drunter. Also da ist ein Balken mit ein bisschen Rot drin. Das ist die Haltbarkeit der Waffe. Und jetzt machen wir mal wieder hier die Sprinkelfee. Nee, so. Und fast voll. Cool, ne? Das kommt raus. Und dafür kommt rein Golden Pine Resin. Alter, willst du mit? Na komm mit, ich brauch dich zwar nicht, aber komm mit. Für die Company. Und wehe, du stirbst mir weg. Wehe, du stirbst mir weg. Das ist nämlich tatsächlich der Boss. Ich werde jetzt meinen Mund nicht zu voll nehmen. Der Boss ist leicht. Aber die Gegner, die bei seinem Tod kommen, die sind es nicht. Und zwar speziell sind es drei Stück. Die gab es auch schon im ersten Dark Souls Teil. Die sind ein Albtraum. Und die können Crayden töten. Auch wenn Crayden wahnsinnig viel HP hat, können sie den zu Klump hauen. Uns auch. Also. X, scharf links. Du stirbst zuerst. Ich weiß, dass der Zauber kommt. Ich hab's genau gehört, Kollege. Nervt ihr denn? Ich will doch mit dir was. Ich bin's nicht gewohnt, mit Crayden hier zu arbeiten. Die Gegner haben mehr HP, als ich's gewohnt bin. Das nervt so ein bisschen. Ja, ich hab's nicht so mit Summonings. Du, da nervt mich. Ich will sehen, wo die ganzen Sachen hier landen. Dann zweihändig das Schwert schon. Au! Ich
Creighton, du machst das, Alter. Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Nein, so ein Quatsch. Ich komm zu Hilfe natürlich. Machen wir den auch noch platt und der lässt auch neue Viecher heranwachsen. Okay. Da kommt er schon. Man kann ihn auch schon vorzeitig treffen. Empfehle ich euch einfach. Warum sollte man die auch vier im Kampf hinlegen? Nein. Von fair kann ja gar nicht die Rede sein hier. Alle Pyromanten übrigens hier. Großen Vorteil, einfach mal einen Feuerball hier in die Menge werfen. Das fetzt, glaubt man. Great, ich finde es nicht in Ordnung, dass du den Typen dann mal tätigst. Der da könnte dein Ende sein. Das meine ich vollkommen ernst. Kreislauf. Nehmen wir mal hier das Ding. Probieren wir das hier mal aus. Oh. Wo wirfst du denn hin? Nein, das muss da hin. Okay, genug gespielt. Wir müssen uns um die Viecher hier kümmern, bevor Creighton aus Versehen den großen platt macht. Die stecken alle nicht viel ein, also wirklich nicht. Das war der Ton. Das solltest du eigentlich nicht machen. Also verlieren hier die Leute von hinten anfallen, macht gar keinen Sinn. Die haben so wenig HP, dass sich das einfach nicht lohnt. Ihr seht ja, was Creighton einsteckt. Und wundert euch vielleicht, wieso mache ich mir Sorgen um ihn? Das ist ganz einfach, wenn der hier stirbt. Beschwörter drei Wagenräder. Und die will ich sofort töten. Nein. Ganz vorsichtig. Die können nämlich auch mich töten. Schanke dünn. Ganz gefährlich, diese Viecher. Massiv aufpassen. Also, kann das gar nicht oft genug erwähnen, wie gefährlich die sind. Ich habe den Lizard noch gar nicht gekillt, ne? Mach ich gleich. Machen wir erstmal hier das Bonfire an und dann... Stimmt, deshalb wollte ich doch zurück ans Bonfire rennen. Und dann bin ich auf dem halben Weg. Ich mir überlegt, wieso renne ich fürs Bonfire jetzt zurück, wenn ich den Boss auch so machen kann. Und ja, genau. Das ist, wenn man älter wird. Hi, du hast ja zwei wunderschöne... A North Stone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, now your ears prick up. Have extras if you can pay. This is my trade, after all. Glaub mir, ich hab dich nicht wegen deinen Steinen so komisch angeguckt. Was für eine merkwürdige Frisur du hast. Das wächst hier ja oben raus wie eine Palme. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. Kriegst du überhaupt noch Luft? Poison. You can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about.
These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? Keine Ahnung. It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. Ja, ihre Auswahl ist äußerst mager. I suppose it's about. Aber das macht gar nichts. Mach das ab. Kein Scherz, das läuft auch von alleine runter. Flusch. Poison baut noch auf. Also irgendwo habe ich noch Zeug am Schuh kleben. Ja, jetzt nicht mehr. Travel Majula. Oh, wer sitzt da denn? Oh, fancy meeting you here. Speak up if you need anything at all, alright? Was machst du da eigentlich mit dem Unterarm? These stones may look none of them. You know how they, well, in the old lore, in stories and the like, they said it had another name. What was it? Well, I don't know. It's just something I heard. Since long, long ago, many kingdoms have risen and fallen on this very spot, each like a great flame that turns to soot. Maybe that's why people don't remember much about the past. You see that blacksmith over there? Ja, sehe ich. Is he one of those hollows? He seems to keep eyeing me up. Oh, dieser Perverse. He sort of looks like my father. He's a blacksmith too, you see. The poor man's such a worrywart. But he wouldn't follow me out here, would he? Naja, ich weiß nicht, wieso gehst du nicht einfach mal rüber und fragst ihn? Ja, ich weiß, da hinten sitzt noch so ein Volgen-Idiot. Und so I set out in search of stones in faraway lands. There are dangers for certain, but I much prefer to live this way. But for the life of me, I can't remember how I ended up here. It's as if I were drawn to the place, or lured in. Oh, I don't know. These stones may look. Some of them are used to. Some of them, none of. You know how they call this? Well, it. What? It may be that. No interest. Good. Oh, I'd given you up for dead. Bush had me worried, really. Oh, das ist so. So nette Wörter von dir, kenne ich eigentlich gar nicht. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing. But souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. My witless daughter finally came home. Aha. Just as oblivious as she's always been. Well, at least now I can keep an eye on her. Stones? You might be surprised. Tja, das ist der Beweis.
seine Tochter. Und sie redet nicht mit ihm. Weil sie glaubt, er ist ein alter Perversling. Oh, super. Was für eine heile Familie. Anstatt, dass sie einfach mal hier rüber latscht und... Entschuldigen Sie bitte. Sie sehen meinem Vater ganz ähnlich. Egal. Sollen die doch machen, was sie wollen. Thiefstagger. Mensch, haben wir zweimal. Dip. Tschüss. Wir haben zweimal den Thiefstagger, ja? Was für ein doofes Movement-Set, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Kann die Waffe irgendwas? Nein. Okay, verteilen wir die Punkte. Ja. Das ist ein Shard der drei Fonds. Zwei Punkte hier. Da, ein Punkt hier, da. Und fertig. Flum. Attune Spells. Der fliegt raus, der fliegt rein. Equipment. Der fliegt raus, der fliegt rein. Ihr seht, er macht 106 Magic anstatt 112. Allerdings skaliert er mit A. Und der nur mit C bei Magie. Wir machen mit dem Ding, obwohl das eine Hexwaffe ist, die hat schon deutlich mehr Magieschaden. Also von daher. Außerdem sieht er cool aus. Jetzt mal ernsthaft. Ist der coolste Stab im Spiel, wenn ihr mich fragt. Andere haben eine andere Meinung. Ich finde den hier extrem cool. Okay. Wir sind aber noch nicht fertig für heute. Nein. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch große Pläne. Wollen noch einen alten Freund besuchen. Ach, so ein Mist. Ich habe schon wieder vergessen, Shards-Updates zu machen. Ein bisschen Asche hier zu verstreuen. Und ich weiß, ich sollte es machen. Es ist einfach sicherer. Wir wollen ja nicht sterben. Wer weiß, vielleicht mangelt es ja an einem Millimeter HP. Der hätte wiederhergestellt werden können, hätte ich vorher die Asche verbrannt und... Oh. Ja, es ist ein Shard, immer noch. Mach das jetzt. Jetzt aber. Ich habe leider keine Rusted Coins mehr, wo ich das gerade sehe. Und den Speerritter will ich erst wieder aktiv farmen, wenn ich Rusted Coins habe. Ich will das nicht riskieren, dass ich plötzlich hier das Bonfire kindeln muss, damit er wieder auftaucht. Da habe ich gar keine Lust drauf. Langbogen. Zweihändig. Was liegt da für ein Kadaver? Eins, zwei, drei. Oh, es hat einen Kopf. Vier. Fünf. Sieht so aus, als wärst du vergiftet. Ich gehe dann mal wieder. Du kannst da ja stehen bleiben und mich dumm angucken. Blödes Vieh. Nein, ganz so einfach ist das nicht. Das Gift endet gleich und dann müssen wir nochmal hin und nochmal Gift applyen, weil ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr an. Ich schieße mal mit einem anderen Pfeil. Doch, er kommt noch an. Okay, es ist doch so einfach. Eins. Nein, er kommt nicht an. Verdammt. Die Giftpfeile fliegen nicht so weit wie die anderen. Eins. Zwei.
3, 4. Das war jetzt unnötig. Wenn ihr einen schwächeren Bogen habt, müsst ihr näher ran. Und dann müsst ihr auch ein bisschen tanzen, weil der wird hier Feuerbälle rüberschießen. So schlau ist er dann doch, dass er nicht einfach so kampflos stirbt. Im Grunde auch mit einem Kurzbogen machbar. Absolut kein Problem. So, Kollege, du bist hier noch als Einziger am Leben, weil du eine coole Waffe hast. Hab ich dich am Leben gelassen. Aber ich werde dich noch richtig fies farmen. Ich hasse ihren schnellen Spin. Hättest du auch ruhig mal den Speer jetzt droppen können. Mal ganz ehrlich. Oh, der Drache hat Loot hinterlassen. Petrified Dragonbone. Watch Dragon Parma. Watch Dragon Parma. Mein Gott, hat das Ding coole Resistenzen gegenüber Statuseffekten und Elementen. Und es hat die gleiche Stabilität. Es blockt nur minimal weniger physikalischen Damage. Aber hauptsächlich blockt das deutlich mehr Shadow, also Dark, Magie, Feuer, Blitz. Ist das ein Zeichen? Irgendwas sagt mir, dass ich vielleicht dieses Schild verwenden sollte, während ich durch dieses Gate da vorne latsche. Nur so ein Gefühl. Ich glaube, das könnte ein Bossgegner sein. Einstein! Yay! What's up? Na, Alter. Du hast mal golden geglänzt, ey. Was ist mit deiner Rüstung los? Bist du blind? Ich bin hier. Oh, das war doch gut, dass wir dieses Schild haben. Hat mich das doch noch getroffen. Passiert selten, aber eben ist es passiert. Ach, das gibt's doch nicht. Kam vorhin nicht eine Akkuwarnung oder so? Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, dich wirklich schnell zu töten. Oh oh. Das gibt's doch gar nicht. Mann, ich dachte, ich wäre schon aus der Reichweite. Heule, ich glaube, wir müssen hier mal den Kampf gleich zu Ende machen. Ich habe so das Gefühl, dass der Controller hier gleich... dass der gleich keine Lust mehr hat. Komm, weiter geht's. Er ist leider ziemlich schadensunanfällig, wenn er diesen ganz schweren Angriff gemacht hat. Und leider ist er auch ziemlich resistent gegenüber Dark. Wenn ihr bis hierhin noch eure Zauber equipped habt, wird's euch freuen. Tja, Kollege. Im ersten Teil hast du noch deutlich spektakulärer. Old Leo Ring. Könnte das was Cooles sein? Strength, Trust Weapons, Counter Attacks. Ja, ist es. Das ist etwas richtig Cooles. Weil Counter Attacks fetzen jetzt abnormal. Dafür braucht man eine Piercing Weapon.
Zum Beispiel den Rapier, den wir bei Falcon gesehen haben. Oder das Estus, Estoc oder wie hieß er denn noch? Ich glaube ganz normal Rapier, den der Schmied verkauft. Speere, sämtliche Speere. Und Pfeile auch. Aber hier. Transient being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Juhu! Rejoice and bask in your new honor. Na klar, bringt zwar nichts, aber her damit. You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Oh, vielen Dank. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Proud knight, you may come to me, Targre, for help. Hier kann man die Hellebarde kaufen, aber man findet sie auch schon im Forest of the Giants. Boldstone, 7000 unendlich viele. Extrem gut. Sehr wertvoll für uns. Und ich überlege, ob wir bald eine Boldstone-Waffe uns bauen. Ich denke da ernsthaft drüber nach. Mal schauen. We Knights of the Blue must rely upon one another to achieve our greater goal. Present your token of fidelity. To test your strength against other knights. Proud knight, aim high in all things. We knights must protect the apostles of blue. Never forget this fact, and by your honor, never eschew your training. There are others in this forsaken place who have only a lust for blood. They conspire to ambush blue apostles on the road. Knight of the blue, protect our apostles from these bloodthirsty brigands. Take pride in your duty as a blue knight. Work hard and pursue a higher plane. We knights of the blue must rely upon. Okay, er dreht sich doch mal im Kreis. Ja, es ist ein tolles Konzept, das leider nicht funktioniert hat. Kaum einer bleibt in the way of the blue. Oder wie das Ding da hieß. Also das, was man gleich zuerst gekriegt hat. Erstmal muss da jemand im Covenant sein, dann muss jemand in diesem Covenant sein und dann muss der aus dem ersten Covenant von jemandem angegriffen werden und lange genug leben, damit jemand aus meinem aktuellen Covenant dahin beschworen werden kann. Ja. Hier kann man diese Tokens niederbringen, aber wir sind nicht online. Und man kann auch mit diesen blauen hier andere Sinner invaden sozusagen. Sinner sind Leute, die andere Spieler töten. Und das würde dann dastehen, auf der rechten Seite, wo jetzt steht Swordsman und dann Blue Sentinel, würde da drunter stehen, ob man ein Sinner ist oder nicht. Sinner wird man, indem man andere Spieler tötet oder NPCs. Man ist dann sozusagen ein guter PvP-Kämpfer, in Anführungszeichen. Ja, was für ein aufregender Tag. Zwei Bosskämpfe. Neue NPCs. Neue Zauber, neues Equipment.
Immer die gleichen Worte von dieser Frau. Ich muss nochmal hier reinstecken. Agility werde ich nämlich sehr bald brauchen. Es kommt ein Bosskampf, wo ich gerne Agility hätte. 14 oder 16 Stärke werden wir auch noch benötigen. Aber das hat ja, wie gesagt, noch einen kleinen Moment Zeit. Ich denke, wir werden eine der stärksten Waffen im Spiel benutzen. Welche das ist, verrate ich jetzt noch nicht. Nur so viel, dass sie 16 Stärke braucht. Ja, 16. Vier Punkte da reinstecken. Ich habe gar keinen Bock. Aber es muss gemacht werden, ne? Nichts tun. Bringen wir nochmal Vigor auf 14 und danach 4 Stärkepunkte nochmal. Ich denke, dann sind wir auch fertig mit Stärke für den Rest. Mal schauen, ich will es auch noch nicht so voll nehmen. Es gibt viele Dexterity-Waffen, die sehr hohe Stärkewerte brauchen. Unter anderem ein Ultra Great Sword, stärkste Dexterity-Waffe, glaube ich, so weit und breit, die 30 Stärke voraussetzt. Also total bescheuert. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Bitte hinterlasst Kommentare, Ideen, was euch gefallen hat, Wünsche, was euch nicht gefallen hat. Und ich hoffe, ich sehe euch dann in der nächsten Episode. Macht es gut!